you hear? Get ready to watch a master at work. I am to darts. Will eins und Darts spielen. Wie man Darts spielt. Erziele Punkte, indem du die Pfeile in die 20 nummerierten Bereiche. Wenn du die großen Bereiche triffst, zählen deine Punkte einfach. Die Punkte stehen am Rand der Scheibe. Ein Treffer in den äußeren Ring zählt doppelt. Der mittlere Ring zählt dreifach, wie im richtigen Dart also. Der Punkt in der Mitte der Scheibe heißt Bullseye, sein äußerer Ring bringt 25 Punkte, der innere 50 Punkte. Ziel des Spiels ist es, die Punktzahl auf exakt 0 zu reduzieren, bevor der... Ach ja. Der Schlusswurf muss allerdings ein Double sein. Wenn du kein Double Out triffst... was? Okay. Ziele mit... Ha, und X, um den Pfeil zu werfen. Und drück X, um den Pfeil zu werfen. Okay. Wir versuchen natürlich... 60, noch 241 Punkte. 60, noch 181 Punkte. Und... Nochmal 60. Noch 121 Punkte. Genius again from Roman. Wow, 140 hat er geworfen. Auch geil. Der letzte Wurf muss ein Double sein. Dann würde ich sagen... Ich könnte den letzten Wurf Triple machen, geht das auch? Nee, gut. 60... Machen wir erstmal 60. Nee, machen wir keine 60, machen wir 15. Wie viel waren jetzt noch? 121 minus 15 sind 106. Machen wir 60, dann haben wir 46. Wake me up. 46, gut, ich habe richtig gerechnet. 46, wie werfen wir 46 mit dem Double? Gar nicht. Und nochmal 60 wäre doof. 46, wir können ja 40 werfen. Wir können auch nichts werfen, einfach. Gut, 106 hat er noch. So, die 46. Hä? Was ist denn jetzt los? Alles dunkel geworden. Ich würde jetzt gerne die 40 treffen. Du wirst 0. Mann, du bist 0. Warum treffe ich denn nicht? Waren das jetzt, oder? Ne, 40, gut. Haben wir jetzt also die 40. Wie viel hat der jetzt? Auch 6. Na gut. Die doppelte 3 brauchen wir also. Die ist hier ganz unten. Haben wir. Bam. Gewonnen. Ja, du siehst nicht so gut. Ja, ich bring dich nach Hause. Und ich laufe mit einer Waffe rum, das ist ja nicht so real. So. Ich würde sagen, wir sind einfach der geilste. Cool besiegen waren, in Dart besiegen waren, aber immer ganz knapp. Was eigentlich die besten Pluspunkte für so eine Freundschaft machen müsste, ne? So, wenn wir uns fast ebenbürtig sind, aber ich doch noch besser. Aha. La la la. Oh mein Gott. Boah, das war eng. Das war richtig eng. Oh mein Gott! Das war noch viel enger. Um genau zu sein, war es zu eng. Und wir haben eine falsche Abbiegung erwischt. Gut, macht nichts. Wir kommen trotzdem hier lang. Wieso fehlt uns eigentlich ein Stückchen vom, vom Leben, oder? Vom Leben fehlt das. Dann haben wir das verloren. Ach stimmt, der Typ kann uns ein bisschen abholen.
müsste nichts vom Leben fehlen, sondern von der... Ja, stimmt auch. Es fehlt was von der... Ihr wisst zum Glück alle, was ich meine. Da hab ich auch mal mit Dings und bla und blub. Wow. Das war schön geparkt. See you later, NB. Give me a call, yes? Klar, mach ich. Aber erstmal willst du mir ja noch vorstellen. Deswegen treffen wir uns hier. Habe ich das nicht gut gemacht? Direkt mit der nächsten Mission verbunden. Loading on. We'll just get there. Damn these people. Hey, Roman. Cui espero ti? Brucey! Have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met online. Oh, loveme.net? Ha! No! In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Brucey's a dreamer. Uh-huh. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you! Listen, man. You should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin. And the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah! Stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on! He's a cool guy. Yeah. Ровно до мелку. Доб'єм преку інтернету. Мислиш, да сам лут? Ach ja, ich mag diese Sequenzen. Gut, also, wir sollen uns jetzt ein E-Mail-Konto einrichten. Was manchmal sehr kompliziert sein kann, zum Beispiel, wenn man 1&1-Kunde ist. 1&1 ist scheiße. Nee, 1&1 ist super. Ich liebe 1&1. Gut, da ist schon das Internetcafé, war ja nicht so weit der Weg. Heißt, wir parken hier mal an den Mülltonnen. Mit unserer super Ultra-Karre. Oh, ich liebe dieses Auto, ne? Kriegt man das mit? Sprich mit der Angestellten. Hey there, my name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman, he called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there, okay? Alter, ich bin kein Trottel. Ich kann sowas. So, sie hat also diesen Computer für uns vorbereitet. An welchen gehen wir denn? Nehmen wir den? Oder der da rechts? Oder welchen hast du denn vorbereitet? Bitte zu blöd. Ja. Mensch, wir haben schon eine Mail, weil, ja. Mich würde es ja... Geht schon zwar auf deine E-Mails. Ja, ich weiß. Benutze R, um die Website nach oben und unten zu scrollen. Klick auf den Link Mail checken. Oder das Umschlagsymbol in der Browserleiste. Ach, das geht auch. Das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht. iFind Mail Support. Hallo iFind Mail Nutzer, herzlichen Glückwunsch. Sie sind der neueste iFind E-Mail Nutzer. Es ist nur noch ein Schritt zur Aktivierung. Jetzt lese ich unten und oben gleichzeitig. Es ist nur noch ein Schritt zur Aktivierung Ihres Kontos erforderlich. Antworten Sie einfach auf diese E-Mail und Ihr Konto wird vollständig aktiviert. Dann können Sie von unserem Gratisdienst profitieren, mit dem Sie mit jedermann sinnlose Informationen austauschen können. Bitte beachten Sie, dass iFind die Rechte an allem, was in einer iFind-E-Mail steht, besitzt. Ihre neue E-Mail-Adresse lautet nitobellic@ifind.info. Gruß, iFind Mail Support. Ein E-Mail. iFind Mail Support, willkommen bei iFind Mail. So, wir können jetzt eine zustimmende Antwort oder eine ablehnende Antwort schicken.
schwierig, schwierig. Jetzt hätte ich gern Safe States parat. Aber wir schreiben mal zustimmend. Bitte aktivieren Sie mein E-Mail-Konto. Nachricht gesendet. Ah, der tippt ganz schön schnell dafür, dass er von Computern da nicht zurück kreist, um zur vorherigen Seite zu kommen. So. Oh, wollen wir noch ein bisschen rumsuchen? Serienmörder auf freiem Fuß, statt zur Panik aufgefordert. Michael Wayne. Es ist eine Tatsache, der niemand gern ins Gesicht blickt. Es ist Stoff für Albträume. Die Polizei räumt ihre Besorgnis über Gemeinsamkeiten bei einer Reihe von Mordfällen der letzten Jahre ein und nimmt an, dass in Liberty City ein Serienmörder am Werk ist. Der Mörder, der bislang noch keinen Spitznamen hat, scheint etwas wie gegen Freizeitsportler zu haben, denn drei der Opfer waren Jogger. Sie alle wurden beim Laufen am späteren Abend enthauptet. Oh, ja. Für uns scheint dies ein Glücksfall zu sein, denn wir betrachten die Auswirkungen dieser schrecklichen Fälle in allen grauenvollen Einzelheiten und suchen nach der Hauptfigur dieses Spiels. Währenddessen empfiehlt die Polizei den Bürgern, mehr Steuern zu zahlen und auf eine Anhebung von Grundgehalt und Überstundenvergütung zu drängen. Es ist lange her, seit es in der Stadt einen anständigen Serienmörder gab, und wir glauben, dass die Lage noch viel schlimmer wird. Deren Dezernatsleiter Detective John Atkinson sagte, wenn der Kerl tatsächlich ein Serienmörder ist, dann kommt mein Name sehr oft in die Zeitung. Daher muss ich vermeiden, etwas Dämliches zu sagen oder zu tun. Wir raten dringend, nicht vor die Tür zu gehen. Und wenn doch, dann führen Sie bitte immer ein Handy oder einen Polizeibeamten mit. Das Wichtigste ist allerdings, dass die Leute nicht mehr als nötig in Panik ausbrechen. Wir bleiben am Ball. Ach du Scheiße. Das Traurige ist, dass die Zeitungen in Amerika wirklich so aussehen. Heilige Scheiße. So, ja, ich könnte jetzt noch... Ach nee, könnte ich gar nicht. Ich könnte jetzt noch diese ganzen Dings, die hier durchgehen, aber das tue ich mal keinem an. Wir loggen uns aus. Und verlassen das Internet-Café. So, wir haben jetzt Boost hier in unserer Dingensliste. Den Typen mag ich übrigens absolut. So, fährt mal drücken. So. Oh. Nee. Ruf euch mal an. I have set up the email account. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Nice pair of titties on her, no? Later on. Gut, okay. Fahren wir zu Mikhail Faustin. Und dann können wir da gleich mal weitermachen. Nachdem wir uns jetzt so in so einer spannenden Mission ein E-Mail-Konto eingerichtet haben. Au! Ah! So, perfekt ausgepackt. Ast rein. Da können wir auch gleich mal das Play and Spray benutzen, wenn es hier schon so nah ist. Mittlerweile haben wir es ja. Also das Geld. Die Farbe gefällt mir auch deutlich besser als das Blau. Leute, fahrt vorsichtiger. Ich bin der Einzige, der hier machen darf, was er will. Und ihr müsst mir währenddessen aus dem Weg. Juhu! Gut, dass ich mein Auto ganz gemacht habe. Komm, wieder. Nico, my friend Brucey has a business proposition for him. You going to pay me to pump him full of steroids and tell him how great his abs are? No, he can take care of that all by himself. Brucey is a major motorhead. Going to send you emails about all the cars he wants, and you're going to get them for him. What are you going to do? Come on! I made the introduction! I'm the manager, man! Go check your emails, Nico. Let's hang out soon, okay? Yo, also, das ist dann der nächste. Das sind dann die nächsten Nebenjobs, die man machen kann. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob ich das alles irgendwie mache oder nicht. Werden wir dann sehen. Vielleicht in so Special-Folgen oder so. Mal schauen. Hat ja alles Zeit. Noch ist das Spiel ja nicht ansatzweise zu Ende. Ah, ich bin so doof. No love lost. I told you where she is! I don't see why it's such a problem!
Hey, I'm out making money all day. How many times do I have to tell you? Keep an eye on the fucking girl. Господи, Господи, ну что, дождалась ответа? Или Богу твоему так же наплевать на тебя, как и всем остальным? You're a terrible man! You superstitious old crone, I'll see you in hell! Someday I'll crucify you! Nico Bellic. Yes. Good name. Good name. Where's Dimitri? He's busy. He said he had something to do. Something. Something. Let me tell you something. Me and this guy, we were in the army together. We were in prison together. We are like brothers. Now it's always something. Always something. Always something. Yes. You want a drink? No, thank you. Well, I do. You all right? What? Mr. Faustin? No! I'm fucking angry! I'm sorry to hear that. Let me ask you something. You know her? No. Good. Because if you did, I'd fucking kill you. Why? She's my daughter. Ungrateful bitch. I bring her here. I spoil her rotten. Raise her well. Look at this. Look. Look what I've given her! Yeah, yeah. She's very lucky to have such a loving father. She is. She's an out-of-control bitch. Because of you. You pathetic mess. But I don't accept my daughter turning into a whore. Nico, she's at Firefly Island. Go there. If she's meeting up with that biker pimp boyfriend, kill him. Find Dimitri for me. Okay. Have him call me. Sure. Go. All right.